Wir sind wieder zurück hier bei Let's Play Resident Evil Zero und hier könnt ihr schön auf dem Boden sehen, ganz schön viele Items. Und zwar habe ich echt das dumpfe Gefühl, dass hier in dieser krassen Kirche oder was das hier sein soll, eventuell ein paar krasse Feinde sind. Und rechts seht ihr ja schön Rebecca, die auf uns warten soll, wenn ich das mal sagen darf. Weil da war ja eine Platte und ich will jetzt auch nicht gar nicht zu viel quatschen, weil das wird nochmal richtig spannend hier. Und jetzt öffne die Tür, kleiner Mann. Das wird ein richtig krasser Kampf hier. Denke ich zumindest. Das ist nicht ohne. Gespeichert habe ich. Granatenwerfer und so habe ich alles besorgt. Einmal, Moment. Ich möchte mir hier ganz kurz die Pistole nutzen. Ausrüsten einmal bitte. Dankeschön. Ja, ich habe hier noch eine Kräuter mitgenommen, sicherheitshalber. Hier, Warnung ist hier auch übrigens. Mal so nebenbei vielleicht. Dass ihr euch nicht wundert, weil auf dem Rückweg waren irgendwelche Affenzombies noch und so am Start. Das war schon richtig übel. Alles natürlich im Offline, nichts Wichtiges. Ihr habt nichts verpasst, keine Sorge. Heiliger Bimbam, ey. Das wird richtig übel. Ich will nicht wissen, was hier ist. Wir haben nämlich drei Tafeln freigeschaltet und müssen jetzt hier versuchen, das Handwerk diesem krassen Bösewicht zu legen. Was ist hier los? Hier ist ein Altar. Trotz der heiligen Aura scheint er irgendwie unheimlich zu sein. Kein Wunder. Was ist hier? Oh, die Tür geht sogar auf. Interessant. Ich habe Angst ein bisschen, muss ich zugeben. Oh. Hier ist ein Safe Point. Was ist denn hier? Oh, ein Farbband. Ja. Also das hört sich doch mal gut an hier. So. Immer noch Munition. Napalmgranaten, wie die Dinger heißen. So, was habe ich denn hier alles? Ich könnte jetzt normalerweise diesen Kräutermix benutzen. Und wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde den nutzen. Dann werde ich hier auf jeden Fall nochmal dieses Spray nehmen. Cool, dass es hier auch nochmal einen Safe Point gibt. Ich dachte, jetzt fängt es hier richtig an und so. War ja schon fast erwarten. Und was heißt Schreibmaschine? Schreibmaschine heißt nichts anderes. Ach, wir haben nicht mal... Okay. Okay, das ist gerade ein bisschen blöd. Wir können nicht speichern. Aber wir haben doch hier ein Farbband, ne? Klar. Ich wollte schon sagen, was soll das? Du kannst mich doch nicht so oft in den Arm nehmen. So. Ja, einmal bitte speichern. Mann, das ist echt übel. So, das ist auch schon mal getan. Und jetzt nehmen wir auf jeden Fall die Munition hier. Oh, können wir auch nicht nehmen. Wartet mal, was fehlt denn uns? Ach klar, logisch. Ja, toll. Muss ich leider wegschmeißen. Gerade einen Moment, da muss ich ein bisschen mehr Platz schaffen. So, das ein bisschen hier in die Ecke. Ah, ich kann es doch nur riechen. Es kommt gleich ein Endgegner oder sowas. Keine Ahnung, was es sein soll. Auf jeden Fall kommt ein krasses Monster. Normalerweise nutze ich diese Waffe nicht, weil ich der Meinung bin, dass das einfach nur... Ja, einfach nur zu viel Zeit... Und vor allem Platz raubt. Aber nun gehen wir raus. Ey, das wird richtig übel. Hi. Komm mal her. Du blöde Fledermaus hier. Nicht so. Komm her, du Blödi. Autsch. Alter Schwede. Autsch. Sag mal, geht's noch? Oh Gott. Der Kerl. Ah, wir haben keine Munition mehr. Wir müssen einmal nachladen. Kombinieren. So. 12 Munition noch. Komm schon. Autsch. Ich hoffe, er ist erledigt. Krass. Was für ein Viech. Vampirjäger. Das kann was werden, ey. Ich find's richtig übel. Also, sorry, Leute, wenn ich das gerade so sage. Mein Gott. Also, das ist nicht ohne. Das muss man einfach mal hier betonen. Alter Schwede. Ja, gut, so krass war der Feind jetzt nicht, ne? Muss man einfach mal sagen. Und wir
probieren mal. Boah, das hört sich auch schon so unheimlich an, wenn wir darüber laufen. So, kam der jetzt durch die Decke oder was? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal kurz nach. Was ist hier los? Moment mal, hier ist doch irgendwas. Kann man hier nicht durch? Aber wisst ihr, was wir machen können? Wir können speichern. Hahaha. die Waffe können wir jetzt normalerweise ablegen, ne? Ja, können wir ablegen. Dafür rüsten wir jetzt unsere schöne Pistole aus. Ja gut, ganz so viel Damage hat dieser Kerl jetzt nicht gemacht. Glücklicherweise. Da muss ich echt immer, ja, mehr Glück als Verstand haben gegen diese ganzen Viecher hier, finde ich. So. Was ist das? Genau, das war Farbband, ne? Genau. Logisch. So, was ist sonst noch da? Genau, wir könnten theoretisch speichern. Mache ich aber noch nicht, weil ich hier nochmal mich ein bisschen umschauen möchte. Ich finde, das ist irgendwie wichtig. So. Hier kommen sie wahrscheinlich nur mit einem Hilfsmittel hoch. Ha! Ich bin auch so schlau gewesen. Wisst ihr warum? Ich bin richtig schlau gewesen, weil... Moment mal, wenn wir jetzt mit Rebecca da rausgehen, was passiert da? Ich weiß es gar nicht. Wartet mal. Ich glaube, wir sind eingeschlossen dann, oder? Wenn die dann nicht mehr auf dem... auf der Platte da steht. Sind wir eingeschlossen, denke ich. So, da brauchen wir ja den Greifhaken für. Und den Greifhaken habe ich hier. Ja, klar, ich war natürlich schlau. So, das nehme ich alles am besten hier mit. Ja, komm schon, interagier. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das mit dem Interagieren ist auch immer so eine Sache, ne? So. Hier auch nochmal. Ja, da müssen noch Munition oder so liegen. Und dieser Greifhaken. Aber wir gehen jetzt erstmal hier kurz raus. Heiliger, ey. Das ist echt übel. So. Jetzt können wir... ja, unser Farbband. Wobei, komm. Nein, nein, das legen wir ab. So, Erste-Hilfe-Spray und so legen wir ab. Alles klar. Hier könnte uns theoretisch nichts passieren, denke ich. Und wir können normalerweise Rebecca, unsere Rebecca, Rebby, können wir theoretisch in den Speicherraum befördern, wenn das klappt. Die kann ja hier draußen bleiben, finde ich. Weil wir müssen das jetzt alles bewerkstelligen, ne? Also die hat jetzt eigentlich nichts mehr verloren. So, den Greifhaken, der ist nie verkehrt. Fast wie bei Batman, meiner Meinung nach. So, kann die da eigentlich mit jetzt rein? Nö, die kommt doch gar nicht rein. Hab ich ja voll vergessen. Alter Schwede, hab ich voll vergessen. Ja, komm. Eine Medizin nehme ich mit. Die andere lasse ich für Rebecca hier übrig. Falls es mal hart auf hart kommen sollte. Ja, man weiß nie, man weiß nie. So, und deswegen speichere ich nochmal sicherheitshalber ab. Weil wenn ich jetzt einen Fehler mache, könnte es sein, dass ich dann nicht mehr zurückspulen kann oder irgendetwas anderes in dieser Art. Deswegen einmal ganz gut speichern. Ja, bitte. Wir speichern die Daten natürlich. Inhalt wird geladen. Mein Gott, ey. Also ich fand's echt übel. So. Billy, bla bla bla. Ja, die krasse Kirche hier. Von wegen. Kirche ist etwas Gutes. Zumindest jetzt hier bei Resident Evil ganz sicherlich nicht. In den Katakomben oder was das hier noch sein soll. So, und jetzt ab nach oben. Nein. Jetzt aber. Ich bin sicher, dass das klappen wird. Das stinkt doch noch voll danach, ne? Yeah, Greifhaken. Starke Sache. Und jetzt erstmal weiter. Da hinten ist gleich eine Leiter. Oh, schön, ne? Kann man sich gut sonnen lassen, aber hier ist es ja schon seit Stunden sehr, sehr dunkel. Irgendeine Aura umgibt diesen Ort. So, einmal bitte runter. Wahnsinn, ey. Jetzt sind wir, glaube ich, hinter der Kirche, oder? Wenn ich das jetzt geografisch richtig beurteilt habe. Mein Gott, ey, das ist echt übel. So, ja. Hier können wir das noch eventuell öffnen. Oh, die Tür wurde aufgeschlossen. Cool. Wohin der Weg auch immer noch führen soll. Da bin ich noch ein bisschen
auf dem Schlauch. So, was hat das jetzt gebracht? Moment mal, das ist doch der Rückweg. Der hat doch gar nichts gebracht. Moment mal, muss ich die Stromzufuhr aktivieren? Was ist hier hinten? Moment mal. Nö, hier kann ich ja gar nicht entlang. Okay. Na gut, ich hab was vergessen. Da muss irgendetwas noch drin sein. Stromzufuhr aktivieren. Wir haben ja nichts sonst freigeschaltet. Wir haben jetzt die ganzen Tafeln. Nö, wir haben eigentlich nichts vergessen. Finde ich. Hier gibt's doch noch was. Ich bin noch nicht blind. Interagieren wir alles. Da ist, glaube ich, noch eine Tür oder so. Ich weiß es aber nicht. Schau gerade so ein bisschen. Shit. Okay, hier ist unser Safe Room. Hatten wir hier eigentlich irgendwelche Türen noch? Ich glaube nicht, ne? Nicht, dass ich wüsste. Nö. Oder? Das Bücherregal hier hat nach jemand etwas gesucht. Ja, schön, gut. Die Kerle suchen noch hier immer was. Gut, hier ist schon mal nichts. Das ist einfach nur so ein leerer Speicherplatz. Auf dem Rückweg glaube ich aber auch nicht, dass es etwas gibt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dass das für diese Anstalt ist. Nö. Ich bezweifle das. Es kann doch nicht etwas zurückgeblieben sein oder so. Glaube ich nicht. Stromzufuhr muss aktiviert werden. Die Frage ist, wie und wo vor allem. Ja, Leiter gehen wir nochmal runter, sicherheitshalber. Ich glaube, das ist einfach nur so ein... Ja. Moment mal. Ach, da ist es doch. Von den Klippen aus bietet sich ein toller Blick über den See. Ich blöd, Mann. Schaut mal an, wie blind ich bin. Ich gehe da vorbei, ey. Toll. Ja, den Strellschalter, bla bla, Stromzufuhr aktivieren, regeln. Ja, umlegen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. So, und jetzt, genau, das habe ich nämlich vermutet. Jetzt geht dieser Aufzug oder was das sein soll auch an. Und jetzt können wir theoretisch hier runter. Ha, Rebecca habe ich mal mit Absicht da gelassen. Ich weiß auch nicht, ob wir hochkommen können. Habe ich einen Fehler gemacht? Ich weiß nicht, ob wir wieder hoch können, ne? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, Freunde. Nee, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war. Ich hätte lieber Medic und so nehmen sollen. Mann! Kann ich wieder hoch? Wartet, ich schau mal kurz. Alter Schwede, es ist hier wieder richtig gruselig. Heiliger Bimbam, ey. Das sind die Katakomben. Was steht hier? Ich kann hier nichts mehr interagieren. Ich denke, ich muss hier mit... Oh oh, die Tür geht sogar auch auf. Ich muss gar nicht mit Rebecca hier rein. Meistens ist es ja so, dass die Partnerin mitkommen muss. Alter Schwede. Okay, liebe Freunde, ich muss kurz zurück. Wenn das natürlich klappt, das muss ich unbedingt testen. Weil ich werde hier nicht mit Rebecca oder so... herumgammeln. Wahnsinn, ey. Ich finde das richtig krass gerade. Ja, ab nach oben. Und dann gehen wir auf jeden Fall mit ihr zusammen runter. Wir müssen das tun. Ich weiß nicht, was unter dieser krassen Kirche sich befinden wird. Weil möglicherweise wohl noch mehr von diesem krassen, ja, Labor, was wir ja schon in den vorherigen Episoden erlebt haben. Ja, das wird es bestimmt so sein. Ich find's richtig übel, ey. Heiliger Strohsack. So, ich werde jetzt erstmal einige Dinge auf jeden Fall hier weglassen. Und zwar... Speicherpunkt, raus. Medic, raus. Greifhaken müssen wir ja nehmen. Moment, kommen wir wieder rein? Ich weiß es gar nicht. Ne, Moment mal. Doch, kommen wir. Kommt. Also ich muss ich auch mal ganz kurz wegschmeißen. So, Munition und so auch alles weg. So, den Greifhaken brauchen wir auch nicht mehr. Der Greifhaken war lediglich dafür da, dass wir uns da hochbefördern. Mehr war da ja nicht, ne?
Nö, mehr war da nicht. Deshalb gehen wir ganz kurz nochmal rein, heben alles auf, was wichtig war. Und ja, speichern will ich noch nicht. Speichern werden wir dann irgendwann unten, denke ich. So, was war hier? Nur eine Medic? Glaube ich nicht. Nur für einen Medic bin ich jetzt reingegangen? Ach komm, dieser krasse Granatenwerfer nehmen wir auch noch mit. Sicher ist sicher. Wenn wir da natürlich Platz haben, ne? Also wir können da jetzt nicht irgendwie alles mit uns schleppen. Das ist natürlich vom Inventar her nicht möglich oder gewährleistet. So, was haben wir hier alles? Gut. Diesen krassen Granatenwerfer. Können wir gebrauchen. Deswegen alles mitnehmen jetzt hier. So, am besten natürlich mit Billy immer vorwärts. Man weiß nie, man weiß nie. So, das alles auch nochmal mitnehmen. So, was habe ich jetzt alles hier drin? Okay. Das rüsten wir ganz kurz aus. Ach, war schon ausgerüstet. Okay, schauen wir mal Rebecca nach. Ja, Rebecca könnte eine Waffe vertragen. Aber ich will jetzt eh nicht den Granatenwerfer geben. Wobei, die Molotow-Cocktail brauchst du jetzt auch nicht unbedingt, ne? Ja, das braucht sie auch nicht unbedingt. So. Ja, muss ich nehmen. Ich nehme auf jeden Fall hier Medic. Also ist deutlich wichtiger. Ja, gegen Gift und so haben wir jetzt auch noch irgendwelche Antigiftmittel. So, zum Speichern haben wir jetzt da noch irgendwelche Farbbänder. Genau. So, was haben wir noch? Muss halt immer schauen. Sorry, Leute. Ja, mit Billy. Mit Billy werden wir vorne... Also, mit Billy werden wir dann da am Start sein, denke ich. Leben und so. Wir wissen nicht, was da ist. Sie hat zwei Kräuter und zum Speichern und sie hat genügend Munition. Da sollten wir uns wenig Sorgen machen. So, und jetzt könnten wir theoretisch nochmal einmal speichern, sicherheitshalber. Aber komm, ich gehe jetzt runter. Ich gehe jetzt runter. Ich wage es einfach. Ich wage es einfach. Ja, ja. Das wird echt ein Spaß, ey. Und wenn diese Viecher einmal kommen, ich werde die so ausradieren. Das glaubt ihr mir gar nicht. Ein Viech, ich werde den so eliminieren. Unser Inventar ist zwar voll, aber wir können die ganzen Medics da direkt vor die Tür oder so schmeißen. Das können wir machen. Boah, das wird richtig übel jetzt, ey. Mal sehen, was sich befindet, ey. Mal sehen. Heieiei. So. Einmal durch die Tür. Genau, und hier werde ich auf jeden Fall von den Medics ein paar hinschmeißen, weil ich denke schon, dass wir hier einige wichtige... Guck mal, da ist auch noch wieder Medic. Komm, schmeißen wir mal ein paar hin hier. Ablegen. Ich nehme nur eins mit, sicherheitshalber. So, und wir sagen ihr, dass sie hier bleiben soll. Wir schauen erstmal nach. Oh, das sieht hier nicht so sicher aus. Aha, hier ist eine Notiz, da sind noch Zombies. Okay, was steht hier? Markus Tagebuch 2. Herausgerissene Seiten. Der wahnsinnige Professor hier von dieser Anstalt. Vorsichtig, wie ich bin, habe ich meine Babys in eine Spezialkapsel gesteckt, aber bei mir sind sie nicht sicher, ich muss sie verstecken. Oh, die Kapsel lässt sich nur mit einem speziellen Verdünner öffnen. Spencer, Handlagen, wird das niemals gelingen. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Hey, sag nicht, wir müssen hier hoch. Shit. Na toll. Verdammte Axt. Ach du Scheiße. Hier ist noch ein Speicherpunkt. Mann, Mann, Mann. Wir müssen wieder hoch. Und hier ist noch ein Aufzugsschacht oder was das sein soll. Scheiße, ey. Mein Gott, das gibt's nicht. Habt ihr das gerade gesehen, das mit der Decke? Wir müssen wieder zurück. Alter Schwede. Gut, schmeiß hier ein paar Medics hin. Ablegen. Granatenwerfer. Ja, müssen wir ablegen. Ich kann es nicht ändern. So. Und dann gehen wir auf jeden Fall und holen uns erstmal unseren Greifhaken. Alter Schwede, wie viel Zeit ich hier vergeude, ey. Das ist unglaublich. Weil ich habe das nicht gesehen. Kann ich auch nicht wissen. Wer rechnet denn damit jetzt, dass wir nochmal diesen Greifhaken hier benutzen müssen, ey. Das ist einfach, ja, unvorstellbar.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ich finde das schon übel hier, muss ich offen zugeben. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kurios, es ist kurios. Die Anstalt. So, da ist er, der gute Greifhaken. Das ist so ein Gadget von Batman wahrscheinlich, weil Batman hat ja auch so eins. So ein richtig krasses, geiles Greifhaken. Beziehungsweise so einen krassen, geilen Greifhaken. Mann, ey. Also ich find's echt übel. Ja, und dann müssen wir einmal hoch. Die Frage ist jetzt wie, und irgendwie muss ich ja auch Rebecca schützen. Die Frage ist, wie schütze ich sie? Weil da ist ein Zombie. Und ich habe das dumpfe Gefühl, hier spätestens wird dieser Zombie aufwachen und Rebecca angreifen oder so. Ja, ich kann es mir echt gut vorstellen. Ha, wisst ihr was? Geh mal kurz mit Rebecca raus. Ja, das muss ich tun. Hier ist natürlich mega viel Medic, ne? Allein aus diesem Grunde, weil ich... Das ist blöd jetzt. Ja, komm. Ich gehe einmal jetzt hier raus und lass dann Rebecca draußen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dort angegriffen werden kann. Ich weiß es nicht. Das ist für mich unvorstellbar, direkt hier am Anfang. So, jetzt einmal raus. Alter, ey, das ist echt übel. So, Kollege. Wenn du aufstehst, gibt's Ärger. Deswegen fang gar nicht erst an. So, deswegen speichern wir jetzt hier kurz. 5 Bänder habe ich noch. Oben finde ich bestimmt noch Bänder, denke ich mal. So, Bändermangel hatte ich nicht. Ansonsten habe ich ja da noch so einen kleinen Aufzug, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So einen kleinen Schachzug, den ich sicherlich benutzen kann. Perfiderweise. So, wo sind wir? In der Bibliothek. Ja, im Traum ist das eine Bibliothek. Die Bibliothek der Anstalt. So. Hier können wir hoch. Dann nichts wie los. Und tschüss. Die Aufgabe von Billy. So, was ist denn hier? Heiliger. Hi. Ich kenne dich doch. Tschüss. Du kannst ohne mich platzen. Du blöde Janus. So, 86 Munition haben wir noch. Wenn diese Viecher zu viel auftreten, dann habe ich ein Problem. Ja. Voll krass eigentlich, ey. So, was ist hier? Eine Sammlung von Egel-Exemplaren. Knopf drücken. Ja, machen wir. Was kriegen wir? Eine der Kapseln glüht. Oh. Egelkapsel. Hab ich doch gleich mitgenommen. Und das Inventar ist jetzt schon voll. Ja, das Problem ist auch, ich habe jetzt auch gar keinen Medic hier oder so. Hier habe ich noch zwar Flaschen und sowas, durch mit einer Flasche. Ich bin doch schon eine Flasche. Hahaha. So, was ist hier? Laborkarte. Okay. Karte des Labors mitgenommen. Hier können wir theoretisch durch. Der Oberkörper der Statue wurde zerschmettert. Wer weiß, wer hier war. Welcher Wahnsinnige hier gehaust hat. Mein Gott, ey. Ich find's einfach nur mega krass. So, da ist Rebecca unten. Ja. Schön. Da sehe ich Rebecca, also... Schauen wir nochmal kurz. Ja, hier ist Rebecca. Hier kann nichts Großartiges passieren. Hier kann nichts passieren. Ich mache mir echt Sorgen um sie. Boah, hier sind jetzt richtig viele Türen. Naja, liebe Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Resident Evil. Wenn wir das Ganze hier so ein bisschen erforscht haben, das riecht doch alles nach Verdacht, ne? Alles ein bisschen eine suspekte Angelegenheit. Und ich bin wirklich gespannt, wie es in der nächsten Episode weitergehen wird.